Meine Herren, die Rakete befindet sich auf dem Weg an die Ostküste. Wir werden das Weiße Haus verlieren. Dann bauen wir es einfach wieder auf. Verluste? Wahrscheinlich 30.000 bis 50.000. Abhängig von dem genauen Ort der Detonation. Fast alle Systeme sind deaktiviert. General Shepard, Sie haben uns gewarnt. Wir hätten zuhören sollen. Man wird nicht von uns als denjenigen sprechen, die Dienst hatten, als die Vereinigten Staaten untergingen. Ein Mann ist für all das verantwortlich. Makarov muss aufgespürt werden. Egal, was Sie benötigen, General. Sie kriegen einen Blankoscheck. Übertragung von SAT steht. SAT, bitte weiterverfolgen. Wir analysieren das. Houston, heute sind keine Satellitenstarts geplant, oder? ISS hier, Houston. Bereithalten. Wir haben hier eventuell ein Problem. Der Start wird auf diese Woche nicht erfolgreich und es wird immer schneller. Houston, hier ISS. Sind Sie verrückt? Es ist vorbei. Los, wir müssen diesen Krieg gewinnen. Was ist hier passiert? Es ist so still. Hey, was zum... Mein Rotpunktvisier funktioniert nicht. Auch nicht. Das ist seltsam, Mann. Wow. Seht ihr das an, Mann? Anscheinend sind Optik und Kommunikation ausgefallen. Es brennt nicht mal mehr eine Straßenlaterne. Ja, verdammt. Okay.
Wir müssen uns mit allen draußen sammeln. Corporal Dunn, vorgehen. Huh. Soldat. Was ist los? Colonel Marshall stellt ein Sonderkommando im Weißen Haus zusammen. Immer weiter nach Norden. Und wo wollen Sie hin? Es allen sagen. Los, zum Weißen Haus. Sie haben den Mann gehört. Gehen wir. Dann, Sie gehen vor. Huh. Sicher. Ich halte uns den Rücken frei. Verstanden. Das war's für ihn. Ruhig bleiben. Habe drei Ziele gesichtet. Unten bleiben und in Stellung gehen. Freies Schutzfeld. Ausräuchern. Vorwärts. Was ist mit den Kerlen drin? Was ist mit denen? Ich halte uns den Rücken frei. Los! Alles klar. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Abstürzenden Helis ausweichen oder sich hier im Monsun den Arsch abzufrieren. Feuer einstellen! Still. Sind das Verbündete? Ich glaube, ich sehe was. Ich weiß nicht. Code! Gib mir jemand Deckung. Code! Sag Texas! Füße. Huh. Schluss mit dem Geschwätz. Ramirez, vorgehen.
Ich dachte, der Präsidentenbunker ist unter dem Westflügel. Nein, das ist nur für Touristen. Das hier muss echt sein. Öffnen. Echt oder nicht, das Ding ist Geschichte. Ich hoffe, Sie sind rechtzeitig rausgekommen.